In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde um kurz nach 1 Uhr eine Spielothek an der Kölner Straße in Neunkirchen überfallen. Zwei bewaffnete Täter bedrohten die Aufsicht mit einer Waffe und erbeuteten Bargeld. Die Täter flüchteten dann zu Fuß in unbekannte Richtungen. Die Aufsicht der Spielothek musste durch ein Team von einem Rettungswagen vor Ort behandelt werden. Nach ersten Angaben erlitt der Mann einen Schock. Auf der Anfahrt zum Einsatzort fiel einer Polizeistreife ein Opel mit einem Ausführungskennzeichen auf. Die Beamten wollten das Fahrzeug überprüfen, der Fahrer reagierte aber nicht auf Anhaltezeichen und gab Gas. Es begann eine Verfolgungsjagd. Die Flüchtigen fuhren in Wilnsdorf auf die A45 in Richtung Dortmund, in Siegen-Eisern verließen sie die Autobahn wieder und fuhren in Richtung Siegen-Innenstadt. In der Hambergstraße fuhren die Flüchtigen dann mit dem PKW über einen Parkplatz, pflügten durch einen Garten und kamen dann auf einer Betonplattform zum Stehen und versuchten dann zu Fuß zu flüchten. Zwei Personen konnten von der Polizei festgenommen werden. Einer dritten Person gelang die Flucht. Eine groß angelegte Fahndung mit Polizeikräften sämtlicher Nachbarkreise brachte bis 4 Uhr kein Ergebnis. Der dritte Täter konnte nicht gestellt werden. Die beiden Festgenommenen wurden der Polizeiwache in Siegen zugeführt, wo sie unter anderem erkennungsdienstlich behandelt werden. Bisher ist unklar, ob die festgenommenen Männer für den Überfall in Neunkirchen verantwortlich sind. Die Kripo Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen.